Hallo Leute, ich bin Laurentio und in diesem Video werde ich über alle Bibi Blocksberg-Spiele für den GBA sprechen. Bibi Blocksberg, der magische Hexenkreis, ist ein deutsches Spiel und glaube ich, dass es in keine andere Sprache übersetzt wurde. In diesem Spiel musst du darauf achten, was die Charaktere sprechen. Es ist sehr geschichtsorientiert. Was machst du in das Spiel? Du kannst das Spiel in zwei Teile teilen. Während der 13 Levels wirst du einer Hälfte der Zeit Hindernisse ausweichen, während du auf einen Besen fliegst, und die andere Hälfte löst du Aufgaben auf die Karte. Ein Zauber hat Chaos verursacht und jetzt will Bibi es reparieren. Während eines Levels findest du zum Beispiel Dinge oder Leute, die stecken bleiben, und du musst das Zauberbuch öffnen, um zu sehen, welcher Zauber für den Anlass am besten geeignet ist und welche Zutaten du für den Zauber benötigst. Nachdem du Zeit damit verbracht hast, nach dem Objekt oder nach der Person zu suchen, musst du danach die Zutaten auf die Karte suchen. In einigen Teilen musst du auch mit Leuten sprechen, die die Zutaten haben. Aber bevor du die Zutat von ihnen erhältst, musst du einige Aufgaben für sie durchführen. Und das ist das Spiel kurz gesagt. Wenn du Spiele, wo Exploration wichtig ist, oder Spiele, wo du viele Explorationen machen musst, dann möglicherweise ist das Spiel richtig für dich. Aber wenn du nicht so ein Fan von Spielen, die dich zwingen, jede Ecke eines Levels zu erkunden, ist das Spiel möglicherweise nicht für dich. Oh, und die Steuerung hätte besser sein können. Du kannst dich nur in vier Richtungen bewegen. Wenn du zwei Tasten gleichzeitig drückst, bewegst du dich nicht diagonal. Du kannst dich nur in vier Richtungen bewegen. Oh, und ich mag, dass das Spiel auch Minispiele hat. Du kannst sie spielen, wenn du in einem Level dieser große Stern findest oder in das Spielmenü. Bibi und Tina Ferien auf dem Martinshof ist ein weiteres deutsches GBA-Spiel, hergestellt von Kiddings. Dieses Mal kann das Spiel auch von nicht-deutschen Sprechern gespielt werden. Durch Erkunden können sie erraten, was sie im Spiel tun müssen. Aber was ist das Spiel? Es ist ein Leben auf einem Bauernhof-Spiel. Du spielst als zwei Charaktere, dass du jederzeit wechseln kannst, Bibi und Tina. Und mit dieser zwei machst du die gleichen Dinge. Aber was du mit einer der Mädchen machst, ist nicht übertragbar auf die andere. Wenn du zum Beispiel um Tinas Pferd kümmerst, wird Bibis Pferd nicht versorgt. Du musst das gleiche machen, was du mit Tina wieder mit Bibi machen. Auf dem Bauernhof kannst du Karotten pflanzen, dich um den Hund kümmern, dich um die Pferde kümmern, die Pferde reiten. Aber hier bei Reiten habe ich die einzige wirkliche Beschwerde. Die Steuerung ist nicht komfortabel. Man gewöhnt sich an sie, aber sie fühlt sich nie wohl. Sie fühlt sich steif. Und ebenso wie das andere Spiel hat auch dieses Spiel Minispiele. Und das ist geil. So, wenn du dich für Pferdespiele oder Leben auf einem Bauernhofspiel interessiert bist, ist dieses Spiel sehr gut für dich. Okay, so das war das Video. Wenn es dir gefällt hat, schlage den Like-Button. Wenn du magst, du kannst mich unterstützen bei meinen Bestreben, so viele Videospiele wie möglich zu rezensieren. Du kannst mich auf Patreon oder im Abschnitt Mitglied der Kanäle tun. Du würdest mich sehr viel helfen. Wenn du willst, kannst du mich auf Twitch, Instagram oder Discord folgen. Und wenn du ein weiteres Video von mir sehen möchtest, warte, bis ich aufhöre zu sprechen und es werden Thumbnails zu anderen Videos angezeigt. Danke fürs Zuschauen.